Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um ein Ferrex-Produkt, um genau zu sein, um einen Winkelschleifer. Dieser 1200 Watt gibt es bei Aldi und alles, was du dazu wissen musst, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, Winkelschleifer sind ja immer so die beliebtesten Werkzeuge in den Werkstätten, in den heimischen Werkstätten. Auch wenn du eine Holzwerkstatt hast, der braucht hin und wieder mal einen Winkelschleifer. Da meistens hier einen der kleinen Fraktion, nämlich einen 125 mm Schleifer, wo wir 125er Schleifscheiben drauf packen können. Und wenn es nun mal ist, um irgendwie eine Gewindestange oder irgendwas abzutrennen oder so, dafür eignet sich dann natürlich so ein Gerät dann hervorragend. Die meisten von euch werden sicherlich auch mit günstigen Winkelschleifern auskommen. So bieten ja die Discounter immer wieder sehr, sehr günstige Geräte. Und worin sich die unterscheiden, das erfahrt ihr dann ja meistens hier dann auf dem Kanal. Heute, wie gesagt, hier ein Ferrex-Gerät. Gibt es bei Aldi. Leider bietet ihr Aldi keinen Online-Shop. Also ich kann es euch so in dem Sinne nicht verlinken. Wenn ich was darüber finde, kann ich es euch trotzdem unten mal rein verlinken. Ich kann euch auch noch mal ein paar andere Videos von mir verlinken, die hier in der gleichen Klasse ungefähr unterwegs sind. Allerdings ist bei diesem Gerät so, dass wir hier tatsächlich 1200 Watt anliegen haben. Die meisten Geräte dieser Klasse, also diese, ich sage immer gerne Mini-Winkelschleifer dazu, die meisten Geräte haben da, wie gesagt, nur etwa 700 bis 900 Watt und 1200 Watt sticht damit dann schon wirklich etwas aus der Reihe. Also wir haben hier genügend Leistung, die wir abrufen können. Das Gerät wird kabelgebunden betrieben. Wir haben hier natürlich keinen Akku verbaut. Kosten tut das Ganze hier etwas über 20 Euro. Wie gesagt, derzeit hier in den Aldi-Filialen verfügbar. Je nachdem, wann ihr dieses Video hier seht, kann das natürlich auch recht schnell vergriffen sein. Was ich hier besonders toll finde bei diesem Gerät, ist tatsächlich auch in dieser Preisklasse ist das wirklich nicht normal, dass wir hier eine voreinstellbare Geschwindigkeitsregulierung haben. Ihr seht hier oben drauf ist ein kleines Rädchen. Gucken wir uns gleich an, wenn ich das Gerät hier ausgepackt habe. Damit können wir tatsächlich dann die Geschwindigkeit einstellen und dies von 3000 bis etwa 12.000 Umdrehungen pro Minute. Pack's jetzt mal aus und dann schauen wir uns mal das genauer an. Ja, mit dabei ist natürlich hier eine Bedienungsanleitung, die sieht so aus. Importiert wird das ganze Gerät oder auf den Markt gebracht wird das Gerät hier von Walter Werkzeuge aus Salzburg. Haben wir das eine oder andere Mal auch schon gehört. Hier ist tatsächlich sogar noch Zubehör zu angeboten. Im Walter Shop kenne ich jetzt so selbst noch gar nicht, aber wenn ihr hier andere Schutzhauben oder sowas haben wollt, dann könnt ihr das dort direkt beziehen. Wie gesagt, das liegt hier gleich mit dabei. Mit dabei ist hier auch ein Handgriff, der ist natürlich innen hohl. Das ist jetzt aus Hartplastik gemacht, das Ganze. Schauen wir uns das mal genauer an. Einmal ist hier noch so ein kleiner Zweifingerschlüssel gleich mit dabei. Dann haben wir hier noch Ersatzkohlekontakte, die hier gleich mit dabei sind. Ist auch nicht selbstverständlich. Also die sind hier auf wirklich lange Betriebsdauer ausgelegt. Man kann auch sagen, 3 Jahre Garantie, wie wir das von den Discountern momentan her auch kennen, sind hier bei dem Gerät auch ausgewiesen. Der Griff ist hier, wie gesagt, aus Kunststoff gehalten, ist allerdings hier sehr weich gummiert, also liegt schon recht gut in der Hand, ist aber für meine große Hand natürlich ein bisschen zu klein. Dann haben wir hier noch eine Schutzhaube auch aus Kunststoff gefertigt und das Gerät hier selbst. Dort ist eine Metallhaube schon vorinstalliert. Wenn wir das Teil hier montieren wollen, diese zweite Schutzhaube, dann schieben wir das einfach hier mit drauf. Dann rastet das hier schön ein. So sieht das dann aus. Und dann können wir das Ganze hier noch verstellen, indem wir hier diese Schraube lösen. Und dann können wir das Ganze hier nochmal weiter verstellen. Ihr seht, das ist jetzt sogar schon ein bisschen lose. Das muss man dann also noch mal ein bisschen fester ziehen. Wir haben hier keine Schnellverstellung dabei. Das wäre vielleicht noch ganz schön, dass man hier einfach eine Taste drücken kann und das dann in verschiedenen Positionen hier einrasten kann. Allerdings hat das natürlich auch den Vorteil, wenn wir jetzt einen gewissen Zwischenpunkt haben wollen und nicht auf diese Einrastpunkte hier angewiesen sein wollen, dann können wir das hier natürlich stufenlos einstellen. Das heißt, wenn wir das hier lösen, können wir unsere Schutzhaube dann in die gewünschte Position bringen, so wie wir das haben wollen, so wie wir am gefahrlosesten dann arbeiten können. Und dann sind wir hier nicht auf gesonderte Einrastpunkte angewiesen. Ja, wozu ist diese zweite Schutzhaube hier da?
Wenn ihr Trennscheiben verwendet, solltet ihr in jedem Fall diese Abdeckung hier noch drauf montieren, da Trennscheiben in der Regel sehr dünn sind und wenn die mal verkanten oder brechen bzw. reißen, dann bietet hier ein offenes Gehäuse nicht genügend Schutz davor vor umherfliegenden Teilen und deswegen solltet ihr in jedem Fall diese zweite Haube hier drauf setzen. Wenn ihr natürlich Schrubbscheiben einbauen wollt, dann müsst ihr das natürlich offen lassen, dann könnt ihr das Ganze auch so verwenden, auch so steht es in der Bedienungsanleitung. Ja, Schrubbscheiben auch ein tolles Thema. Ja, es war bei vielen Winkelschleifern dann so, dass ihr mir dann geschrieben habt, ich kann auf den Winkelschleifer gar keine Schrubbscheibe montieren. Manchmal ging es dann auch um Fächerscheiben etc., weil einfach die Haube hier zugemacht ist und das Ganze war dann nicht so wie hier abnehmbar, sondern das war dann aus einem Stück. Und da hätte man sich dann vielleicht eine gesonderte Schutzhaube dann besorgen müssen. Manch einer hat aber auch geschrieben, meine Schrubbscheiben, die passen da natürlich rein. Also auch da sind dann die Meinungen tatsächlich stark auseinandergegangen. Hier solltet ihr, wie ihr gerade gesehen habt, keine Probleme haben, hier mit Schrubbscheiben diese einlegen zu können oder auch Fächerscheiben, weil ihr hier einfach genügend Platz habt, ohne dass euch hier eine weitere Haube da im Wege ist. Das werden wir dann auch gleich mal ausprobieren. Ich werde da gleich mal eine Scheibe einspannen. Gucken wir uns erstmal das Gerät weiter an. Wir haben hier hinten einen gummierten Handgriff. Wir haben hier auch ein Kabel. Das ist hier allerdings nicht gummiert, würde ich sagen. Das ist hier irgendwie mit so einem Kunststoff übersät. Und ihr wisst, diese Leitungen, die fügen sich nicht immer ganz so schön der Umgebung an, wie das hier bei hochwertigen Gummileitungen der Fall ist. Aber bei dem Preis kann man das wahrscheinlich einfach nicht erwarten. Wir haben hier die Möglichkeit, an die Kohlekontakte ranzukommen und diese dann auszutauschen. Wir haben hier die Spindellockarretierung, damit können wir dann die Spindel arretieren, wenn wir hier eine Scheibe einspannen wollen. Wir haben hier die Montagepunkte für den zweiten Handgriff, den können wir dann hier aufdrehen. Und wir haben hier an der hinteren Seite nochmal unser Wahlrad, um hier eine Geschwindigkeitsvorwahl oder beziehungsweise eine Umdrehungszahl vorauszuwählen. Ja, wenn man sich das Handling der Maschine mal so ein bisschen genauer anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass der ein Ausschalter hier auf der rechten Seite sich befindet. Wir können das Gerät oder den Handgriff hier auch nicht drehen. Der ist also starr montiert, so wie ich das hier festgestellt habe. Aber normalerweise ist es ja so, dass wir den Einschalter dann meistens an der Unterseite haben. Warum das jetzt hier an die Seite verlegt worden ist, weiß ich nicht. Ihr müsst das Gerät dann also so halten, denn ihr habt hier an der gleichen Seite dann auch eure Scheibe montiert. Ja, wie das jetzt für Linkshänder aussieht, weiß ich nicht. Sagt ihr mir das, wenn ihr Linkshänder seid, ob ihr das Gerät dann so halten könnt? Wahrscheinlich macht man es dann eher so rum und macht dann hier die Haube etwas weiter nach vorn und taucht dann eben so rum in das Geschehen ein, aber schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare, das fände ich recht interessant. Ja, was ich auch hier noch festgestellt habe, ist, dass wir hier diese ganze Haube nur dann bewegen können oder zumindest festspannen können, wenn wir hier keine Scheibe eingelegt haben. Denn nur dann kommen wir hier an diese Schraube ran und können das Ganze mit dem beigelegten Schlüssel dann hier auch festziehen. Seht das? So, und dann kann sich das Ganze hier nicht mehr bewegen. Was ich aber jetzt auch noch festgestellt habe in diesem Hinblick, ist, dass wir hier doch eine Art Schnellverstellung haben. Und zwar können wir das Ganze hier dann aufmachen und dann können wir das Ganze hier so ein bisschen bewegen, je nachdem, wohin wir das dann auch haben möchten. Und dann können wir das hier wieder zumachen. Ist sicherlich ergonomischer, wenn wir tatsächlich hier die Scheibe kurz rausnehmen und dann das Ganze hier dann erstmal öffnen. So in der Form habe ich das selbst noch nie gesehen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das schon so kennt. Ja, um jetzt eine Scheibe hier einspannen zu können, müssen wir erstmal hier unten diese Schraube einlegen. Die ist natürlich dann schon drauf. Am Anfang sind beide Schrauben hier drauf montiert. Die muss halt unten drin bleiben. Dann legen wir hier mal eine Fächerscheibe ein, dass wir uns das mal angucken können. Und dann packen wir hier die zweite Scheibe oben drauf. Müsst ihr auch darauf achten, dass ihr hier mit der flachen Seite das Ganze anlegt, dass die Scheibe hier drauf gedrückt wird. Nicht, dass er denkt, ihr müsst das so rum machen. Wenn ihr das so rum fest macht, kann ich es ja mal zeigen. Dann bewegt sich die Scheibe hier drauf und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt muss ich hier mal den Spindelknopf drücken.
Also mit der flachen Seite hier auf die Scheibe spannen. Achtet auch immer darauf, auf die Einspannrichtung. Da ist immer so ein kleiner Pfeil in der Regel drauf. Und der Pfeil findet sich in der Regel dann auch immer auf dem Gehäuse, beziehungsweise hier auf der Kappe. Dann wisst ihr, wie rum die Maschine dann dreht. In dem Fall so rum. Und dann kann nichts mehr schief gehen, wenn ihr da die Einspannrichtung dann beachtet. So, jetzt ziehen wir das Ganze nochmal fest. Ich drücke hier unten auf diesen Spindelarretierungsknopf. Haben mir schon mal welche geschrieben. Ich soll das auch mal zeigen. So. Und dann ziehen wir das Ganze hier fest. Es gibt auch so eine Schnellspannmutter, kann ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Die kosten allerdings auch nochmal so 10, 15 Euro, weiß ich jetzt nicht genau. Die sind genormt. Es handelt sich auch hier um ein M14-Gewinde, was hier auf der Maschine angebracht worden ist. Und dann könnt ihr euch dann das Ganze hier mit diesem Schlüssel hier ersparen. Ihr könnt das dann mit der Hand festziehen. Manche haben ja auch geschrieben, ja, ich ziehe das ja sowieso auch mit diesen Muttern hier nur handfest an. Muss man irgendwie die Spindelarretierung drücken und dann gegenläufig drehen. Das kann ich euch so nicht empfehlen. Geht dabei tatsächlich so vor, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist und nutzt entweder den mitgelieferten Schlüssel, um das Ganze hier wirklich festzuziehen, oder wie gesagt eine Schnellspannmutter. So, jetzt stöpseln wir das Ganze mal an und hören es uns mal an. Machen wir erstmal hier auf Stufe 1. Das ist die geringste Stufe, also wenn ihr jetzt mal einen Spaten nachschleifen wollt oder sowas hier mit so einer Fächerscheibe, dann kann das vielleicht schon ausreichend sein. Ihr seht, wie das Gerät hier arbeitet. Also man kann hier tatsächlich mit der anderen Hand hier vorwählen, in welcher Geschwindigkeit das Ganze hier anspringen soll. Wir gucken mal, ob wir hier einen Softanlauf haben. Also von Softanlauf kann man dann hier nicht sprechen. Die Maschine kommt hier zwar etwas verzögert auf Touren, aber sie hat sofort die Leistung anliegen und startet also nicht soft. Sie hat auch keinen Softstopp. Ihr habt gesehen, das ganze Teil läuft aus und ihr solltet dann, wenn ihr die Maschine dann irgendwo ablegt, tatsächlich darauf achten, dass hier die Schleifscheibe oder die Trennscheibe dann erst ausgelaufen ist. Ansonsten kann es natürlich passieren, dass sich das Gerät dann irgendwo über den Asphalt flitzt und das wollt ihr natürlich nicht. Ich kann euch nochmal die Länge des Gerätes hier mit Teilen ist für manch einen auch tatsächlich entscheidend und ich finde sie für 125 mm Scheiben schon recht lang. Die ist nämlich etwa 40 cm. Da, wenn wir ganz bis vorne messen, vielleicht sogar 45 cm, wenn wir hier bis hinten zum Kabel hin messen. Also damit ihr euch was darunter vorstellen könnt, wie groß die Maschine tatsächlich ist. Ja, trennen wird sie. Da brauchen wir jetzt keinen großartigen Trennschnitt hier machen. Ich könnte sowieso nur einmal in irgendwie einen Betonstein reinmachen. Das macht die mit 1200 Watt. Seid ihr da auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Die hat genügend Kraftreserven, um auch Beton zu trennen. Je nach Größe der Anwendung solltet ihr dann aber prüfen, ob ihr nicht lieber einen 230 mm Winkelschleifer anschafft oder ob es der kleine dann tatsächlich hier auch tut. So sieht es nochmal von der Seite hier aus. Ist vielleicht für den einen oder anderen dann auch nochmal interessant. Ansonsten ein recht kompaktes Gerät. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen hier, was mir bei dem Gerät hier wirklich gefallen hat, dass wir hier unsere Abdeckhaube tatsächlich in zwei Teilen haben, dass wir das wirklich auch abnehmen können. Dann entstehen in der Regel hier keine Probleme mit Schrubbscheiben oder mit Fächerscheiben. Was wir auch haben, ist eine Geschwindigkeitsvorwahl, was für diese Preisklasse sicherlich auch nicht selbstverständlich ist, auch wenn das jetzt hier nicht irgendwie noch optisch angezeigt wird oder sowas. Aber hier so ein Drehrad oder Drehregler, das ist ja auch schon mal besser als nix. Und wer schon mal oft mit einem Winkelschleifer gearbeitet hat und den für verschiedene Einsatzzwecke nutzen möchte, wie ich eben schon gesagt habe, wenn er mal einen Spaten oder Rasenmähermesser oder irgendwas wieder scharf machen wollte, da braucht er nicht mehr 12.000 Umdrehungen rangehen. Da reichen dann auch ein paar Umdrehungen weniger. Und wenn wir dann so ein Gerät haben, wo wir auch die Drehzahl begrenzen können, ist das sicherlich nicht verkehrt. Ja, mich interessiert eure Meinung, ob ihr euch das Gerät vielleicht schon angeschafft habt oder jetzt mit dem Gedanken spielt, dieses zu tun. Wenn euch das Video hier inspiriert hat und gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos, aktiviert dafür das Glöckchen, bleibt gesund, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage erstmal bis dahin.